Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein kleines kurzes Video und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie ich meinen Blumenkohlreis mache. Ihr könnt den ganz normal mit einer Reibe raspeln oder ihr nehmt die Küchenmaschine, das geht natürlich viel schneller. Wenn euch der Blumenkohl zu groß ist, könnt ihr trotzdem ruhig alles raspeln und den geraspelten Blumenkohl dann ruhig einfrieren, dann habt ihr immer welchen parat. Und ich habe den jetzt einfach in einen Topf getan. Da kommt ein ganz bisschen Wasser dazu. Ja, so ungefähr ein halbes Glas. Und das reicht auch schon. Jetzt werde ich den Deckel zumachen und das so ungefähr so ein bisschen dämpfen lassen einfach. Und nachher gucke ich mal, wenn kein Wasser mehr drin ist, dann kommt ein bisschen Butter dazu und dann wird das noch ein bisschen angebraten. Ihr könnt dann die Gewürze eurer Wahl dazu tun. Wenn ihr es schärfer wollt, tut ihr einfach Chili dazu. Es kann Kurkuma hinzugefügt werden oder einfach nur Salz und Pfeffer oder Paprikapulver, je nach Wunsch. Und ich lasse jetzt, wie gesagt, erstmal diesen Blumenkohl dämpfen. Und gleich. Jetzt stelle ich wieder auf hoch. Und jetzt kommt ein Löffelchen. Ja, Butter hinzu und es wird jetzt alles schön angebraten. Die Gewürze kann ich auch dazu tun. Der Blumenkohlreis ist jetzt fertig. Schön angeröstet, die Butter ist geschmolzen, die Gewürze sind gut untergerührt. Der ist jetzt servierfertig. Jetzt könnt ihr den als Reisersatz benutzen. Schön lecker mit Fleischgerichten, mit Soße und so. Oder aber auch so, schmeckt total lecker. Kann ich nur empfehlen, probiert es unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.